Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen liebe Leute zurück zu Faster Than Light. Danke fürs Wiedereinschalten und hallo an den Anu. Ja, moin moin. Juhu, frisch gestärkt. Jo. Geht's weiter im feindlichen, schon wieder vergessen, Mantis-NG-Raum. Mantis. Mantis. Danke. Klick mal danke an mein Hirn. Bitte. klicken auf den oberen. Okay, von da aus geht's nach rechts. Kannst du von den oberen rechten? Mhm. Könnte man zum Notfall. Unten. Okay, gut, dann würde ich sagen, oberster Notfall, dann nach rechts, dann nach unten zum anderen Notfall. Der oberste Notfall. Der oberste und dann der unterste. Die oberste Priorität. Du hast die Quelle des Notsignals gefunden. Eine kleine Forschungsstation. Offenbar ist ein Feuer in einem Labor außer Kontrolle geraten und droht jetzt die ganze Station zu zerstören. Oh mein Gott! Das... das Feuerlöschsystem scheint ausgefallen zu sein. Ja, schicken wir mal den Felsbrocken rüber, der ist feuerimmun. Verschwinden. ja, genau, verschwinden. Dein Fehlsoldat stürzt sich Soldat. Durch die Luftschleuse direkt, ja, Soldat, direkt ins Feuer. Du hast noch nie gesehen, dass sich jemand so Großes so schnell bewegt. Weil sonst die Fehler ist eigentlich eher langsam. Naja. Ja, eigentlich schon. Heiß, heiß, heiß. Er verteilt im Herzen des Brandes Löschmittel und nach zeigt es Wirkung. Überleben. Ui! Oh! Da haben wir doch wieder einen Ingenieur, oder? Wissenschaft. Okay. Da die meisten Feuer unter Kontrolle sind, können die Wissenschaftler die Station sichern. Sie bedanken sich von ganzem Herzen und bieten dir eine großzügige Belohnung an. Ausbau von Köderbojen. Und 60 Schrott. Was machen denn sie? Nicht schlecht. Können wir nur 3 Ausbauten haben? Ich hoffe, wir können die Erde auch noch verkaufen, im Zweifelsfall ja, irgendwas ja, das Besseres geht. Finden. Ja. Hinterlässt ein falsches Signal am... Das... Ja gut, okay. Es ist gratis. Beim nächsten Mal können wir es verkaufen. okay. So können wir jetzt noch einen Jump mehr machen hier, also... Yay! Geil. Vor allem, wir können leider nichts kaufen, ne? Achso, das war vielleicht... Also ich bin nicht ganz sicher, ob es ja. vielleicht doch einen Händler gibt. Vielleicht aber... haben wir auch einfach nur Pech gehabt beim letzten Mal. Ja. Deine Welt verändert sich plötzlich. Was? Die Mantis sind an Bord deines Schiffes. Nein! Wie? Einfach aus dem Nichts? Hm. Ja, hat man auch schon mal. Das 2. Zwei. Ja, alle drauf. Geht ja nicht anders. Es sind nur 4, ne? Eieiei, okay, ja. Wo schauen die hin? Wahrscheinlich daher. Wenn ich mich da reinstelle ins Türensystem, was war da nochmal? Ermöglicht die Fernsteuerung von Türen. Konnte ich damit dann die Leute einsperren? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung, was Fernsteuerung genau bedeutet. Das ist dann aufmachen aktuell, was du da gerade kannst. Das müssen wir alle aufmachen, oder wie? Genau, da kann ich es jetzt nur auf und zu machen. Ja, aber da zu auch? Also kannst du sie verschließen? Nee. Nee. Also auch nicht mit Rechtsklick, ne? Okay. Nee, kann nur auf zu. Ja, aufgehen tun sie automatisch, sobald die da in der Nähe sind. Ja, der eine ist ja schon eben durchgekraxelt. Ich glaube, das zu funktioniert nur, wenn wir diese Erweiterung mit den Panzertüren haben. Das hat nämlich mal geholfen, das weiß ich noch. Dass sie länger brauchen. Normal, genau. Dass sie länger brauchen, aber ich weiß nicht, wenn wer drinnen sitzt, ob es dann heißt, vielleicht. Ich frage mich halt, ich wie es mal. Ich muss eh daher laufen, also. Ja. Ja. Du kannst auch mal runterlaufen. Wahrscheinlich werden sie da reinlaufen. Ja, schauen wir mal. Wir können ja auch da drinnen kämpfen, eigentlich. Eigentlich kann ich ihnen entgegenkommen. Ah, stimmt. Genau, das war doch irgendwie so ein Vorteil da drinnen dann, ne? Oh, sehr schön. Sehr schön. Sie haben es getriggert. Ich hoffe, da ist Platz genug für alle. Ja, das wird die Frage werden. Die 2 gehen nicht rüber, die musst du noch rüberschicken, genau. Oh, die Heilung funktioniert super mit der automatischen und der Krankenstation. Okay, für den ist kein Platz mehr. Schade halt, dass man nicht sieht, ob die jetzt wirklich mehr Schaden machen, welches von denen jetzt mehr Schaden macht.
Mehr Schaden haben wir, glaube ich, gar keinen, oder? Wir haben... Okay. Das läuft gut für uns. Das läuft sehr gut für uns. Hm. Paris ist die ganze Zeit geschlagen, geheilt, geschlagen, geheilt. Der, der wirft runter. Vor allem, ne, mit dem zum Felsen die ganze Zeit. Hier und die, du und du. Der wirft mit seinen eigenen Gesteinen Exkrementen rein oder so. Exkrementen, genau. Lecker. Okay, cool. Nice. Ohne was zu verlieren. Sehr schön. Du easy. Sumo da laufen. Du walk zurück zu den Waffen. Haben. Ja, stimmt. Dies ist belastend. Stell doch mal, bevor wir wegreisen, stell doch mal einen scherzeshalber in die Türabteilung. Mhm. Ich will wissen, ob da irgendwie steht, kann Türen verschließen dann oder sowas vielleicht. Das Einzige, was passiert, wenn du jetzt irgendeine Tür drüber gehst mit der Maus? Kannst du da jetzt irgendwie vielleicht verschließen sagen oder so? Nee. Ist ja auch nicht mehr, ne? Nee. Links- und Rechtsklick ist genau dasselbe. Was ist, warte mal, rechts neben dieser Tür sind noch zwei weiße Symbole, auf und zu. Kannst du das vielleicht wechseln? Unten rechts, bei Subsysteme. Das, rechts daneben ist das untere auf und das obere zu. Findet alle Türen auf dem Schiff. Was ist das obere? Schließt alle Türen. Wenn ich alle Türen aufmache, dann wird die aber auch aufgemacht wahrscheinlich. Ja, alle auch, die Außentüren, ja. Ist logisch. Ich meine, du kannst es mal ganz kurz testen. So schnell verlieren wir die Sauerstoffluft ja auch nicht. Mach mal. Nee. Nee, okay. Nur die inneren. Okay, das ist clever. Interessant. Gut zu wissen. Und wenn du jetzt... Hä? Okay. Anyway. Also wie schnell der Sauerstoff weg war. Wir waren instant auf 50 runter. Ey, krass. Und das andere Schiff hat überhaupt nichts davon gehabt, ne? Dem wir die ganze Zeit dass die Sauerstoff gezogen haben. Dem war es völlig egal. Ja, es ist halt nicht nach außen gedrungen und verbraucht worden, sondern es war halt stimmt, nur gestunt. Auch der Crew von drei Leuten oder so. Wenn du jetzt das obere klickst, also das schwarze von den beiden Symbolen rechts unten. Ja. Das ist erschließen. Mach das mal. Die Türen sehen jetzt nicht anders aus. Die sind nicht verschlossen, sondern nur geschlossen, ne? Oh, die schauen schon anders aus. Das könnten dann Panzertüren sein, oder? Die müssen wir upgraden. Ich meinte, dass die dann... Dass die ja, aber schau, wieso sind die hier grau können. Und jetzt nicht? Das fragst du mich, was? Du Frogibus. Das steht jetzt nicht drinnen, dass man die erst ab Panzertür. Ja. Dass die da nicht durchdringen können. Die haben halt einfach nur mein Leben dann quasi, die Türen. Darf ich mal ganz kurz vielleicht einen kleinen Vorschlag machen, wo ich sehe, dass wir sehr viel Schrott haben? In Energie? In unsere dritte Schildbubble vielleicht investieren. Wir hatten letztes Mal ja auch drei. Mhm. Und mit drei sind wir relativ safe gefahren, was auch unsere Hülle immer anging. Brauchen wir aber erst Energie. Also 60 ausgeben für zwei Energiebalken. Mhm. Und. Ja, geht sich gerade nicht aus. Brauchen wir 160. Machen wir es beim nächsten Mal, oder? Ja, also, wenn wir brauchen ja nur noch 9 weitere. Also, wenn wir das nächste Mal Trümmer sammeln, dann haben wir es ja eigentlich schon. Ja. Hier, wie gesagt, Shop haben wir ja eh nicht wahrscheinlich. Ja, links ist zum Notfall, ne? Als du ankommst, fliegt ein ziviles Schiff über dich drüber. Du willst sie schon kampfbereit machen, aber sie erklären dir, dass ihnen der FTL-Treibstoff ausgegangen ist und sie nicht springen können. Ihnen Treibstoff geben 2, haben wir locker übrig. Würde ich sagen, machen wir. Gibst du denn etwas Treibstoff? -2. Siehst du, da haben wir unsere 60 drauf. Danke, hier nehmen sie diesen zusätzlichen Schrott als Bezahlung. Danach vernichten sie dich. Okay, kein Job da. Dann Energie und Schilde. Und let's go. Bing. Sehr schön. Sehr schön. Nice.
Ja, und das mit der Drohne müssen wir ja auch noch machen für das eine Achievement. Ja, ich weiß nicht, ob wir dann einfach eine Reparaturdrohne reinsetzen mit 1 Energie, dann haben wir es erfüllt. Hm. Gucken wir einfach beim nächsten Mal, wo es dann wieder Drohnen gibt. Oder ionisiere 4 feindliche Systeme oder Subsysteme gleichzeitig mit dem Engie-Kreuzer. Weiß ich ja nicht, wie das gehen soll. Da bräuchte man mehrere von diesen Ionenwaffen eigentlich. Ja, da brauchst du wahrscheinlich 3 Ionen-Dinger, damit da zeitgleich mal irgendwas passiert. Also sehe ich uns jetzt auch nicht so wirklich. Ne. Wieso ist denn der Notfall immer noch aktiv? Ist, sollte der nicht weg sein? Ja, der ist weg, sobald wir springen. Hm. Pulsar sorgt für gefährliche Strahlung. Kennen wir einen Pulsar? Es ist nicht Sondereruptionskram, nee, oder? Ich glaube nicht. Oh, komm doch mal hin. Nee, oder? Da ist ein Schiff und da ist ein Schiff. Ah, fliegen wir einfach da zu dem Schiff. Oder? Jo. Oder magst du daher? Fast nach unten zum Schiff und dann zum rechten Schiff gehen. Ach so, scheiße, wir kommen da aber nicht weiter. Nee, nach unten und dann nach rechts. Wenn ich da runter gehe? Achso, und dann darauf. Genau. Okay. Potenziell mehr Sachen sammeln. Dann zerstören wir halt die Gegner. Ein Mantis-Schiff, das ein Zivilschiff angreift, ruft dich. Funken regnen im Cockpit herunter, aber die Mantis, der Mantis brüllt. Halten Sie sich da raus, Mensch, sonst sind Sie der Nächste. Wir haben keine Menschen. Wir haben weder ein Menschenschiff noch Menschen an Bord. Die wissen, wer das spielt, verdammt. Verdammt. Die haben Teleporter. Haben die 4. Dimension durchbrochen. Die durchbrechen gleich unseren Teleporter. Und Klonstation. Also Klo. Eine Klostation. Hm. Hab ich jemand gefragt, wie machen die das eigentlich bei Star Trek? Da geht nie jemand kacken. Es gibt da so eine tolle Fan-Geschichte, die, so eine Animationsserie über TNG. Da kommt Wesley gerade von einem Holodeck und sagt, er hat das als Klo benutzt. Und Picard so, nutzen wir das immer noch als Hauptklo? Und Geordi daneben so, ja. What? Okay. Weil, basiert auch darauf, auch was bei Lower Decks mal gezeigt wurde, Holodeck-Exkremente werden da in so Kanistern rausgezogen aus den Wänden und dann weggebracht. Wohin? Lecker. Helfen. Ja, natürlich. Du aktivierst deine Waffe und machst dich bereit, die Mantis anzugreifen. Genau, Drohnen aktivieren. Yep. Boah, das geht ganz schön runter hier, die Drohnenteile. Da glaubt man im ersten Moment, easy, man hat genug. 20 oder sowas und zack, sind die schon wieder alle unten. Da geht halt jedes Mal 2 drauf, wenn wir sie aktivieren. Mhm. So, die Frage ist doch, was gehen wir so auf Transporter-System, damit nicht bringt, zu viele kommen? Weiß ich nicht, wie viel das bringt. Im Grunde sind beamen die eh sofort runter und dann ist der Spaß also auch vorbei. Ja. Okay. Und die Flak haut echt gut rein. Da ist schon einer in der Krankenstation. Muss man sagen. Ich schicke auf jeden Fall den zweiten, weil die Mantis sind die stärksten aller Gegner. Ja, aber ich wollte auf jeden Fall den in die Krankenstation schicken. Mhm. Mal schauen, wie schön der hochhält. Ausgezeichnet. Ja. O2 ist getroffen bei denen. Jetzt, wo wir es nicht wollen. Genau. Boah. Schon vernichtet. Tja, wo ist denn schon Weihnachten? Das Mantis-Schiff spricht. Das Mantis-Schiff spricht in Stücken. Versuchen, das Zivilschiff zu rufen. Das angegriffene Raumschiff war scheinbar ein Forschungsschiff. Die Crew dankte für ihre Rettung und bietet dir eine kleine Belohnung an. Guck mal, die Hälfte unserer verwendeten Drohnen haben wir wieder drin, plus eine Rakete und 56 Schrott. Nice. Und die andere haben wir eigentlich auch drinnen. Das waren ja gerade 2 Texte. Das heißt, wir haben 2-mal Drohnenteile bekommen. Echt? Okay, cool. Nice. Nice, da ist Nilix-Schilde. Schrott. Oh, da ist ein Shop. Da war ein Shop? Oh.
Stimmt. Scheiße, da. Wir kommen von hier nicht weg. Sicher? Ja, ja. Siehst du, die Linie führt nur nach unten. Ja, dann halt nach unten und wieder nach oben und nach rechts. Ja, aber dann sind wir auf jeden Fall in dem roten. Egal, vielleicht ja, ist ja Warning noch nicht so auch schlimm. Genau. Waren wir beim letzten Mal auch schon, das war gar nicht so. Okay. Händler genießen bei den Mentis kein hohes Ansehen, weshalb nur wenige von ihnen diesem Beruf nachgehen. Darum bist du ein wenig überrascht, die Werbenachricht eines in der Nähe gelegenen Raumdocks zu empfangen. Entschließ dich aber, das Angebot anzusehen. Zwei Seiten. Drohnen, hui. Ich sehe sehr leckere Drohnen. Drohnen. Außerdem können wir was verkaufen. Also theoretisch. Schauen wir mal, was alles so gibt. Abwehr 2 okay. Kostet 3 Energie. Feuer. Kampfdrohne, die mit einer kleinen Strahlenwaffe angreift und Räume in Brand setzt. Benötigt 3 Energie. Heißt ja nicht. Und Antipersonendrohnen. Ah, okay. Vernichtet Eindringlinge auf dem Schiff. So, das eigene nur? Okay. Wie war denn das, der Endkampf? Waren da viele Eindringlinge? Nee, da waren doch nur hauptsächlich Raketen, die uns gemacht haben, oder? Naja, wahrscheinlich. Ich glaube auch. Okay. Dann lohnt's nicht. Okay, 36 Energie brauchen wir für die Reparatur. Was ganz schön viel ist. Schrott, nicht Energie. Ja, genau. Gedankenkontrolle. Macht Feinde vorübergehend zu Verbündeten. Nee. Hilfsbatterie. Verschafft deiner Reaktor für 30 Sekunden einen Energieschub. Nee. Nee. Und Crew-Teleporter. Nee. Zweiter Seite. Was haben wir da? VK. Vulkanierkanone. Diese Laserwaffe braucht lange, um aufzuwärmen. Jeder Schuss verringert die Abklingzeit, sodass sie irgendwann jede Schildmenge überwinden kann. Boah. Ich meine, Ladezeit 11 Sekunden ist gar nicht so. Das ist normal. Ja. Kostet 4 Energie. Habt ihr gesoffen? Ja, aber. Außerdem 95 Schrott. Also, bis wir die ins Laufen bekommen haben. Eieiei. Aber ja. Aber wenn sie läuft, dann läuft sie auch mal. Schaut aus wie so ein Maschinengewehr. Wie so eine Minigun oder sowas, ne? Schuss verringert die Abklingzeit, sodass sie irgendwann jede Schildmenge überwinden kann. Ich meine, eigentlich müsste man ja noch Energie sparen für die Drohnen. Wie viele Schrott. Drohnen haben wir? Schrott. Also du willst die dritte Drohne haben, ne? So geil die auch klingt. Oder wir kaufen uns die auch und versuchen das dann irgendwie hinzubasteln. Dann wird's schwer. Was man halt auch verkaufen können, ist auf jeden Fall diese Köderboje. Für 27. Die hält uns jetzt aber gerade die Rebellen um einen Sektor hinter uns. Was würden die uns denn 27? Okay. Also mein. Was haben wir da noch? Schnellfeuerlaser 1. Die haben wir diesmal nicht an Bord. Das war beim letzten Mal unsere Hauptwaffe. Genau. Einfache Schnellfeuerlaser. Ist nicht besonders auffällig. Benötigt Energie 2. Ladezeit 11 Sekunden, ja. Und das Feuer. Selbst teleportierende Sprengladung, die der Crew Schaden zufügt und Feuer entfacht. Die der Crew Schaden zufügt. Ja, das wäre wieder sowas, was wir machen könnten. Na, auch nicht. Ich überlege gerade wegen diesem Sauerstoff, wie wir das hinkriegen. Dass wir denen den Sauerstoff entziehen. Aber wenn wir alle umbringen, dann ist auch schon egal. Wegen diesem Achievement. Achso, wir müssen alle umbringen. Wir brauchen gar nicht den Sauerstoff entziehen. Das war nur eine Idee von uns. Oder ja, wir schaffen das schon irgendwann mal mit dem Sauerstoff. Muss ja auch nicht jetzt sein. Ja. Also mit der. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, welche von unseren anderen drei Wachen wir derzeit verkaufen sollten für die, weil die Ion macht aktuell ganz gut Unterstützung mit dem Ausfall von irgendwie Schilden oder sowas. Die Flak macht überraschenderweise ordentlich Hüllenschaden. Ja, aber hallo.
Und die Pegasus ist unser einziges Raketensystem, aber wenn wir es mal brauchen, dann haben wir es und dann macht es auch ordentlich Wumms. Wobei ich überlege gerade, eigentlich hätten wir sogar die Energie, wir brauchen es ja nur wo wegnehmen. Wir brauchen halt ja, nur eine halt Energie mehr. Also für die Vulkankanone. Ja. Achso, du meinst die Ionen raus und die Vulkan rein, oder was? Ja, oder die Pegasus raus und dann immer die Energie wegnehmen, je nachdem. Mal Ionen, mal Pegasus. Weißt du, was ich meine? Aber die Frage ist, kannst du während des Kampfes überhaupt die Waffen hin und her wechseln? Ja, ja. Das geht, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Nee, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Wenn du jetzt diese Waffe kaufst, wohin geht die dann? Wir haben ja gerade gar keinen Waffenslot mehr frei. Achso, doch, die bleibt dann einfach in diesem Inventar. Da können wir es jederzeit reinhauen. Also außerhalb vom Kampf. Wir müssen schon außerhalb vom Kampf sein. Aber, ja. Okay, bevor wir irgendwas machen, erstmal die 36 Hüllenreparatur. Das ist essentiell hier im Mantis-Raum. Warte mal, das braucht keine Projektile, oder? Nein. Okay, dann hätten wir gar keine Waffe, die Projektile braucht, wenn wir jetzt sagen, die Pegasus brauchen wir eigentlich nicht. Das geht nicht auf, Valvo. Stopp. Die VK braucht 4 Energie. Ja, zusammen mit der Flak wären es 6. Wir haben aber nur 5 im Wasser. Darum sage ich ja, wir brauchen auf jeden Fall 1, was wir uns dazu holen. Eine oder man Energie und alles und geht nur auf die, das würde wahrscheinlich auch gehen, aber. Ja. Ich finde die Flak schon ganz gut, überraschenderweise. Ich auch. Also meine Idee, wenn wir uns die Vulkan nicht holen, dann zumindest eine Hüllenreparatur und vielleicht ein Crewmitglied. Und weiteres. Einfach nur, wir haben momentan 4, ja. Aber was ist, wenn mal wirklich 3 Gegner kommen, dann wird es langsam eng. Gerade am Ende. So Endfight. Ja. Sind ja alle mit Löschen beschäftigt. So ein Felis wäre noch was Geiles, ne? Ja. Mit dem Feuer. Wir haben sonst eh genug von den Engis. Kommt dann immer Nikmi dazu. Mhm. Reparieren alles. Ja. Wenn du jetzt theoretisch nur das Szenario durchspielen, den Köder verkaufst. Ja, haben wir 27. Jetzt ist nicht ganz aus, oder? Ich weiß nicht, verkaufspreis nicht. 27 war es? 27 waren sie, ja. 80, 87, 91. Nee. Verdammt! Da fehlt. Ja, 4 Stück fehlen da. Ich hätte nicht alles reparieren sollen. Ich habe doch überlegt, ne? Ja, egal. Warte, schauen wir uns mal nochmal die Drohnen an. Wäre ja auch so eine Überlegung. Du hast mit zu viel Energie und dafür macht es zu wenig. Das hält halt nur Laserschüsse ab. Wenn die fetten Raketen am Ende wieder kommen, hilft uns das Ding null. Na, das mit dem Feuer. Aber 3 Energie ist ein bisschen heftig. Oder Antipersonen gegen alles, was uns entert. Dann wäre das Ziel erfüllt, dann hätten wir 3 Drohnen. Ja. Wir müssten halt nur sparen, dass wir das Drohnensystem nochmal um 2 Punkte hochfahren und nochmal 2 Energie da reinpumpen. Dann hätten wir das Achievement erfüllt und kriegen das nächste Schiff freigeschaltet. Ja. Das wäre auch was. Haben wir das ja, mal. Ist halt eine scheiß Drohne, aber vielleicht können wir sie nochmal austauschen. Ja. Okay, dann machen wir es so. Sollen wir noch was kaufen? Ja, Drohnenteile. Ja. Okay. Und. Also wir können diesen Köder-Dings auch noch verkaufen. Just saying. Ja, komm, verkauf den Köder. So. Dafür. Ja. Raketen haben wir im Moment genug eigentlich. Mit 20. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, hol die letzten 4 Raketen. Oder wir sparen einfach für die nächste, irgendwie vielleicht bessere Drohne, die wir kriegen. Oder für das Aufrüsten des Drohnensystems im Allgemeinen. Ja, komm, dann machen wir es so. 20, 20, 17. Ja.
Wollen wir eine Mickey oder wie der heißt, noch umbenennen in irgendwas? Ja. Was kann denn der? Der ist Antrieb, also wie Paris, okay. Nur nicht so gut wie Paris. Ja, Antrieb macht doch auch Taurus, dann macht doch Taurus draus. Dann lauf doch da rein in die Dingens. Also ich lasse sie da einfach mal. Gibt es einen Vorteil, wenn wir jemanden im Drohnensystem drin haben? Gibt das nur mal Nee, haben wir schon mal nachgeschaut. Drohnen? Echt? Achso. Ich kann es nochmal machen. Wir sehen halt auch unser Drohnensystem nicht, oder? Ah, doch hier. Wirklich? Doch da. Ja, ohne Energie. Ja, nee, dann stell zurück zu den Sensoren. Okay. Wie langsam die geht. Sensoren, ja, können wir trotzdem Taurus machen, oder? Ja, ansonsten Kim. Der war bei der Ops. Hm, stimmt. Suchst du aus. Oh, Kim. Paris, Nikmi. Hat schon Kim drinnen. Verkehrt herumgeredet. So, okay, passt. Springen. Uiuiui. Jetzt wäre die Köderboje praktisch. Die Rebellenflotte hat dich entdeckt und ein Aufklärer geht auf Abfangkurs. Außerdem eröffnet die Kreuzer in der Ferne das Feuer. Die geht in der Ferne auch noch? Ach du Scheiße. Können wir nicht einfach springen? Ja. Lädt, ne? Okay. Ja, wäre eine Idee an sich. Also, sobald wir können. Ja, brauchen wir die Drohnen gar nicht, oder? Du meinst einfach ausharren? Ja, wenn ich jetzt die Drohnen aktiviere, sind wieder zwei Teile weg und. Was ist denn ASB? Schiffsabwehrgeschütze der Flotten visieren dich an. Okay. Die Gegner, also die, die man nicht sehen. Die anderen. Okay. Ja, dann FTL, lade mal schnell. Gott, lad das langsam. Hilft's, wenn wir mehr Leute reinstellen? Glaube ich nicht. Geh doch mal unten auf Antrieb, da ist ja schon einer drin, unten links. Zwei, drei weiter links. Irgendwas bei links sind bemannt, ausweichen plus 7. Ja, nö. Stufe 2, ausweichen 10. Ja, okay, wir erhöhen es aber nicht um eine Stufe. Ja, okay. Ich glaube, wenn man den FTL ausbaut, dass es dann. Da, ja. Ja, wahrscheinlich. Schießen wir mal so lang. Ja. Kann ja nicht schaden. Ach du Scheiße. Unser Türsystem ist dezent unter Feuer. Sargziel erfasst. Boah, Alter, was haben wir denn schon wieder für Hühnschaden? Okay. Oh, what? Aua. Alter, mit was schießen die denn? Ich glaube, das ist die Artillerie, die auf uns ballert. Uiuiuiuiuiui. Lad schneller, du Stück. Komm schon, komm schon. Oh, what the fuck, Alter. Welches System haben wir denn gerade nicht, was aus dem Maul kriegt? Okay. Sprung. Sprung. Kannst du nur zum Shop gehen? Jetzt springen sie es vor allem nach wahrscheinlich. Weg. Hey, Freunde. Okay. Gut, jetzt wissen wir, was damit auf sich hat. Ein weiteres unbemanntes Schiff patrouilliert diese Region. Du machst das Schiff bereit für den Kampf. Ja, die sind ja süß. Nee. Die haben ja nichts, ne? Also, die kriegen wir ja fertig. Das aktiviert. Was? Das Schiff aktiviert sein FTL. Das aktiviert. Oder ja. Schief. Wenn es verschwindet, wird es der Flotte deine Position mitteilen. Ja, die wissen uns am das Arsch halt leben. Ja, echt. Oh mein Gott, was ist denn alles gerade nicht kaputt? Das System hat engen Schaden, ey. Schick die mal zu den Drohnen, genau. Können wir die Drohnen überhaupt aktivieren? Eine können wir aktivieren. Ja, komm, hau raus. Wir müssen den Antrieb. Bei der Waffe ist auch einer. Okay, passt. Ich hoffe, der kann feuern und reparieren gleichzeitig. Die ist wäre schön. Ey, ist Tuvok, ne? Also. Also nein. Ja. Die haben keine Schilde. Wo ziehen die? Ja, ja, die aktivieren gleich ihren Antrieb. Oh, können wir vielleicht einmal treffen auch? Ist das eine Möglichkeit? Oha. Als ob die
durch unsere Schutzschilde gleich durch sind, ey. Dieser scheiß kleine Aufklärer hier. Der kann doch nichts. So, haben wir den mal gestört. Aua, haben wir's dann. Alter, wir müssen hier aus diesem System raus. Ey, unsere Hülle ist ja ins Marsch, ey. Alter. Wie wir kassieren. Schlimmer als beim Supermarkt. Oh shit, oh Gott, was kommt da jetzt alles an? Naja, du kannst gleich da bleiben. Uff. Das Schiff bricht auseinander, du merkst eine Erleichterung darüber, dass du der Flotte hoffentlich immer noch einen Schritt voraus bist. Ja, oh, total erleichtert. Alter. Die haben die Schilder so krass gestört, dass die so durchgeschnetzelt sind. Wenn man bedenkt, dass wir vor zwei Sprüngen die Hülle erst auf 100% hochgesetzt haben. Eieiei. Gut, Nilix gehört zu den Schilden. Ja, Kim gehört darauf, der Rest passt. Alle repariert, alle geheilt. Wo ist Konjo schief gehen? Energie passt auch, ist auch zugeteilt. Ja. Eieiei. Die kleben uns am Sackerl. Wo sollen wir denn hin? Unten rum. Vielleicht ist da noch ein Shop. Wäre praktisch. Du entdeckst eine Fluchtkapsel in der Nähe und holst sie an Bord. Als du siehst, dass es eine Mantis-Kapsel ist, willst du sie am liebsten wieder über Bord werfen. Boah, das sind schon wieder irgendwelche Eindringlinge. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Naja, probieren wir es mal. Egal, wenn es Eindringlinge sind, halb so wild. Wir haben jetzt eh 5 Leute. Oh, ein Mann stürzt schreiend aus der Kapsel und verkriecht sich in einer Ecke. Er hat offenbar seine Gefangenschaft bei den Mantis überlebt. Eine Seltenheit. Er bietet an, sich dir für eine Weile deiner Crew anzuschließen. Chris mit Phaser. Tuok hat bessere Phaser. Tja, sorry Chris. Wir exekutieren Chris. Ja, genau, stell dich mal in die Luftschleuse, dann machen wir die Türen auf. Okay. Ja, wen haben wir denn in der Liste noch bei Phasern gut gewesen? Tuok. Ja, den haben wir schon. Ja, ja. Grüß. Wir brauchen jetzt uns keinen bei den Phasern. Ne, ich meine jetzt wegen Namen. Ach so, das meinst du. Ich denke RPG-mäßig. Ja. Ach so. Nee, RPG. Roleplay RP. Jetzt auf Z. Wer kennt ihn nicht von Vulture? Hier, der Kerl, der mehr Folgen dabei war als manche Hauptdarsteller, Ayala oder wie der hieß. Ist es schon soweit? Wir können doch Kess nehmen. Dann stellen wir es gleich in die Luftschleuse. Ja, Notfall! Notfall! Wird eng, aber bald haben wir einen Notfall, aber okay. Wir sind der Notfall. Oh, oh. Achso, okay. Hm. Hallo, ist das schön, Sie zu sehen. Uns ist der Treibstoff ausgegangen. Wir treiben schon seit Wochen durchs All. Sag mal, haben die alle vergessen, zuvor noch bei der Aral zu tanken, bevor ich losziehe? Das ist ja grauenvoll. Wir hatten schon befürchtet, dass uns Piraten und diese verdammten Rebellen finden. Hätten sie eventuell etwas Treibstoff für uns? Da gibt's wohl kein All-All. Aral, All. Egal. Ja, oh. Treibstoff. Gibt's denn etwas Treibstoff? Aral. Ja. Und noch ein Ionenschlag. Göttern sei Dank, endlich kommen wir von hier weg. Wir springen direkt nach Hause, also nehmen Sie diese Waffe. Wir werden sie hoffentlich nicht brauchen, ja. Wenn ihr nach links unterwegs seid, dann vielleicht schon. Ja. Da ist alles voll. 100% voll. Die kennen auch keinen Spaß. Nee. Na gut, dann haben wir mal wieder was zu verkaufen beim nächsten Mal. Oh, Ionenschlag 1. Okay. Die schlechte Variante. Ja, ich glaube, die hatten wir damals auch noch. Beim ersten Mal meinst du was? Ja, wir hatten noch mal so eine Ionenwaffe, aber die war dann irgendwie so. Meh. Hier macht sie schon dezent mehr Unterstützung. Die Zweier-Variante ist ganz okay. Ja. Gut, passt. Den einen haben wir jetzt im Türsystem hängen. Den Ayala.
Ja. Passt ganz gut, oder? Sonst wüsste ich nicht, wo er sonst von Relevanz wäre. Ja, alle anderen Systeme geben halt überhaupt keinen Boost, weder O2 noch Drohne noch Krankenstationen. Krankenstationen? Nee, glaube ich nicht. Weil wir ja eh das automatische Heilsystem, glaube ich, auch noch an Bord haben. Ne? Eieiei. Ja, genau, okay. Sonneneruption und Schiff, na klar. Wer weiß, wieso sich die Mantis so nah an einer Sonne heranwagen. Vielleicht ist das eine größere Herausforderung. Ja, Drohnen aktivieren. Ja, an sich passt's. Nicht besonders schlimm, was ich da so sehe. Tot. Könnte ich rüber, wie mir genau. Wir haben das alles im Griff, tot. Was ich überlege, ob es sinnvoll ist, die Flakwaffe auf die Ecke zu schießen, weil es vielleicht da eher daneben schlägt, als wenn ich es irgendwo in die Mitte reinhaue vom Schiff. Aber mag auch nicht so sein. Kann auch einfach nur Anzeigefehler sein. Hm. Oh, so ein guter Treffer. Ja. Au! Oh. Das aber auch. Nee, das aber auch. Lasse er dies. Schiff okay. Explodiert und dich da lässt eine beträchtliche Menge, ja. Sobald geladen sind wir weg. Weg. Nee, wir können noch nicht. Oh Gott. Alle festhalten. Ob die Hülle nochmal eng mit dem Tesa zusammen. Ach du Scheiße, da drüben, okay. FTL. Ausgang. Wieso denn jetzt schon? Gerade jetzt, wo es Spaß macht. Okay. Ja, ich glaube, das brauche ich nicht mehr vorlesen. Das hatten wir jetzt irgendwie 100 Mal schon. Treibstoffstation. Du findest eine Treibstoffstation. Hm. Wir können hier Treibstoff kaufen. Wir haben gedacht, jawohl. Ja, können wir machen, 6, oder? 6 für 12, ja. Ist eigentlich ein guter Preis. Ja. 6 für 12. Boah, die Hülle, Alter. Vielen Dank für den Handel. Okay. Stampft. Stampf schneller! Alle geheilt. Außer unser Schiffchen. Energie zugeteilt. Gut, jetzt könnten wir halt mal schauen, wie viel kostet uns. Wird sich nicht ausgehen, aber 35, glaube ich. Also bis hier kostet es 30. Und dann kostet es hier, glaube ich, 35. Das heißt also 65 für die Energie. Drohnen. Oben rechts. Ja. Eieiei. 2, ne? Ja, 105. 105 und 65 haben wir 170. Und eigentlich will ich das aufsparen für die Hüllenreparatur, weil die finde ich gerade echt wesentlich dringender. Okay. Also ich hoffe, dass wir halt jetzt in einen vielleicht zivilen Sektor kommen. Was haben wir denn da? Snecko Heimatnebel. Snecko war doch irgendwas. Warte mal, ich guck mal schnell, ob ich da noch was finde. Ja. Sultan, Mantis, Rockman, Engie, Slug. Die tauchen hier wieder nicht auf. Was sind das? Oder sind das dann die Slug? Das sind andere, glaube ich. Ja, weil. Also der Guide auf Deutsch gibt halt vor, es gibt folgende Rassen: Sultan, Mantis, Rockman in Klammern Felis, Engie, Slug, Krystall und Lanius in Klammern AE-Content. Okay. Okay. Wie heißen die jetzt hier nochmal? Snecko. Das klingt eigentlich wie so ein kleiner Snack. Es gibt sogar, oder? Es gibt sogar eine. Nee. Gibt's doch nicht. Egal. Snecko. Wenn ich suche nach Snecko, finde ich mal nix im Guide. Ich glaube, das sind welche, die dazu kamen durch diese durch diesen Sondercontest-Content, den wir da aktiviert haben. Ist ja egal, können wir ja trotzdem machen. Wir können uns einfach mal anschauen. Ist besser als Piratennebel, glaube ich. Ja. Schauen wir uns das mal an. Tot.
Die Snecko stammen von einem Wasserplaneten, auf dem die telepathische Wahrnehmung anderer Lebewesen wichtiger war als die optische. Heute nutzen sie diese Fähigkeit, um die Tiefen der Nebel, in denen sie leben, ungehindert zu durchqueren. Sie hassen alles, was zwei Beine hat. Okay. Okay, was gibt's bei diesen Ausrufezeichen? Nicht besucht, mögliches Schiff entdeckt. Die Rebellenflotte war an den Nebel in diesem Sektor vorbereitet. Es eignet sich also nur bedingt als Versteck. Okay. Okay, nächster. Selbe und selbe. Okay. Wollen wir dann das oberhalb vom Ausrufezeichen nehmen? Ja, klingt besser. Ja, okay, das ist überall mit der Rebellenflotte. Hey, was ist denn dann das Ausrufezeichen? Mögliches Schiff. Da steht das nicht mit dem Schiff. Ach so. Also da könnten wir uns wieder ja hochheilen, also mit Schrott versorgen, aber im Moment ja, ist die Hülle halt übel. Also ja, sollten wir eher darauf schauen. Das ja. Machen wir das in der nächsten Folge am besten. Ja, können wir machen, ja. Schon wieder 40 Minuten. Echt? So gut. Okay, na passt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und an den anderen fürs dabei sein. Jo, dafür immer gern. Und dann bis zum nächsten Mal bei FTL. Jo, tschüss. Ciao.